So, und da sind wir wieder in der zweiten Folge und zwar herzlich willkommen. Tja, ich habe ein bisschen getüftet und man kriegt diese Frame-Einbrüche, die gehen nicht weg, denn keine Ahnung warum. Ich meine, sogar das bei der PlayStation 2 ist auch, PlayStation 1 auch solche, ja, in einigen Momenten mal solche Einbrüche gab. Aber damit müssen wir nicht klar werden, dass hier das ganz schön langsam wird. Und das hört sich ja auch super an, ne? Gehe ich mal erstmal hier hin. Denn irgendwie habe ich Angst vor diesen Robotern. Von diesen, da hört man's. Von den Viechern da unten. Denn ich hasse diese Viecher. Gott, guckt sie da hin. Ist das was? Hey, ist da was? Was ist das? Hat man das gerade gehört? Jetzt habe ich Schiss. Irgendwie glaube ich, dass hier nicht nur kleine Dinosaurier herumrennen. Ich will nur gucken, ob es hier irgendwo einen Ort gibt, wo man sich eventuell verkriechen könnte, falls hier irgendwas kommt. Aber wir sind keine Flugsaurier. Aber was? Dreck, verpiss dich! Voll am Lecken ist, weil hier irgendwie alles in diesem Bereich leckt. Ja, geil. Dieser fette Riesenkopf, der einfach durch die Wand glitscht. Eieiei. Ja, kommt er erstmal vorbei? Ich weiß nicht, ob das Ding mich sofort tötet oder ich habe nur bestialisch viel Schaden bekomme. Stirb doch endlich! Musik ist natürlich weniger spannend, aber es sollte doch irgendwann mal sterben gehen. Ist komm näher, komm, zieh doch! Stirb der jetzt?
Ah, geil. Aber was macht ein Dinosaurier hier einfach mal in der jetzigen Welt? Ich meine, die ist ja Archäologin, die soll da irgendwelche Knochen raus oder noch nicht mal outproben, was weiß ich. Oder nicht die Viecher abknallen, aber. Ja, wer bin ich denn, ne? Der das in Frage stellen darf. Und ich wusste doch. Ja, komm. Hey, der kann doch hier hochklettern. Klettern, rennen. Tot bist du Sackgesicht. Diese Umgebung hier macht wirklich Probleme, muss ich sagen. Ich hoffe nur, dass das auf dem Video nicht so scheiße aussieht. Naja, und ich habe das. Diesen Speicherkristall, den gibt es zum Glück doch. Also, irgendwie hat sich das jetzt. Konnte ich den wieder sehen, als ich das eine Geheimnis nochmal machen musste. Weil ich musste alles nochmal machen. Was jetzt eigentlich nicht so schlimm war. Nein, 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 nein! Ich wollte da nicht runterfallen. Kommt noch was? Kommt hier noch das Weibchen oder Männchen von den T-Rex? Wenn ich da hingucke, läuft schlecht. Wenn ich da hingucke, läuft alles super. Das ist ja cool. Da oben hätte ich ja eh nirgendwo hingekommen. Wir kamen getrümmt. Und da geht's runter. Ja. Aber ich nehme mich noch umgucken. Da geht's noch einfach hin. Und was ist denn hier? Nix. Diese Räume wirklich nur für den Kampf gegen diesen wohl von kommt das kommt doch von da der Sound von dahinter oder. Ja, was ist denn hier alles? Wo kommt her, wenn noch welche hier sind? Ja, hier läuft wieder alles flüssig. Das Spiel hier, ey. Ich will es hier hoch. Oh. Wieso traue ich dem Gebiet hier nicht? Weil es da runter geht und man wahrscheinlich wieder hochkommt. Scheiße. Okay, man kommt hier doch wieder hoch, aber hier ist Rutsch. Ne, doch nicht. Hä? Entweder ist hier irgendwas super tödliches und. Okay, hier ist ein Speicherkristall, deswegen nutze ich den jetzt auch mal. Denn hier ist bestimmt wieder Gejumpe angesagt. Und das kann tödlich. Jetzt nimm doch an, so. Überschreibe Spiel. Ja! So. Episch. Oh, Alter, ich dachte schon, ich wäre zu früh.
So. Und dann ist hier das Zahnrad. Und der Bruder von Zahnrad ist Konrad. Da ist das tote Ding. Ich habe wieder vergessen, einen Timer zu setzen. Super. Ich habe noch nicht mal auf die Uhr geguckt, weil ich angefangen habe. Also mache ich jetzt einfach das Level hier durch. Scheiß drauf, wie lange es wieder ist. Das fällt auch dann wieder 300 Stunden bis zum Hochladen. Und dann hier hangeln und loslassen. Okay, das erste Zahnrad haben wir schon mal. Ja, da mache ich erstmal Freudensprünge. Sprüngchen. Und da geht's. Oh. War ich hier schon oder? Hier war ich doch schon. Ja. Bestimmt schon nicht. Da kommt ein Vieh. Da kommt ein Vieh an. Oder kommt das von da an? Von da. Oh Mann, ich hasse das, wenn Gegner in solchen engen Räumen sind. Hä, die kann doch. Ich kann doch nie im Leben so ein Vieh auftauchen. Ah, hier. Stirb, bevor du mich beißen kannst. Stirb, bevor du mich beißen kannst. Stirb, bevor du mich beißen kannst. Gut. Denn niemand mag es, gebissen zu werden. So, ich hoffe, hier kommt kein weiterer Freund. Zum Glück kann man diese hier auch hören, diese Freunde. So, da geht's runter und da geht's hoch. Ich gehe erstmal hoch. Und ich glaube, es runter geht zum anderen Punkt. Und hier geht's auch hoch. Hock. Und da geht's hock. Und hier auch. Und hier ist das dritte Zahnrad. Das ist irgendwie erstaunlich zu einfach. Aber okay, wir sind hier erst in den ersten paar Leveln. Da sollte auch alles recht einfach laufen. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Ob hier ein einfach mal aus. Ne, hier. So. Den machen wir jetzt. Und platsch. Hier ist nix. Oh mein Gott. Ich check das nicht. Ab und zu mal friert das Spiel fast sogar ein. Hier ist auch nichts, da ist ein Wasserfall. Und ich gehe mal davon aus, dass der letzte Zahnrad. Hier hoch. So. Da hinten bei diesem Tempel, den ist. Oder was ist das da? Das ist so hell. Ist da ein Loch oder? Es ist einfach nur hell. Es ist einfach nur hell. Aus ominösen Gründen. Bevor ich da reingehe, gucke ich erstmal, was hier in der Ecke ist. Hier in der Ecke ist nix. Cool. Nix. Aua. Hier ist auch irgendwie was, da ist auch wieder ein Speicherkristall. Ich weiß ja nicht, ob ich die jetzt schon nutzen soll oder nicht. Denn die verschwinden ja nach einer Nutzung. Deswegen benutze ich ihn erstmal nicht. Und falls ich sterbe, bin ich gearscht. Kann man da hoch? Hier muss man bestimmt. Da geht's weiter. Ach, hier ist das letzte Zahnrad unter Wasser. Dass ich voll verrostet ist, oder ist das Zahnrad aus Stein? Und ist auf der zweiten, auf der anderen Seite auch so eine Absenkung? Ist das vielleicht ein Item? Nö. Ne.
Okay, dann speichern wir mal. Hier gibt es nichts anderes außer diesem voll coolen Wasserfall-Ding. Und da, wo man nicht hochkommen kann, weil es einfach, ja, nicht hochkommbar ist. Überschreibe Spiel. Ja. Und gespeichert. Und jetzt, glaube ich, wir haben alle drei Zahnräder. Wir sind in einem Dino-Land. Hier kommt doch bestimmt irgendetwas an. Ich weiß es doch nur zu gut. Tja. Dann auf gut Glück. Aber Geheimnisse, ich weiß nicht, ob es hier Geheimnisse gibt. Ich glaube eigentlich nicht, weil. Obwohl doch bestimmt, aber ich finde sie bestimmt nicht. Und ich habe jetzt auch keine Lust, die Map hier abzufrasen. Wenn das hier die ganze Zeit so am Lecken ist. Tja. Kann man hier gucken. Hier war ich ja noch nicht. Ob es hier irgendwo hingeht. Ja, wie mache ich das jetzt? Was mache ich jetzt? Da geht es nicht hin. Da geht es auch nicht. Das sieht alles so aus, als wenn man da durchgehen könnte, aber man kann es einfach nicht. Kann ich hier hoch? Kann ich nicht. Geht es hier irgendwo hin? Nö. Da oben? Ne, auch nicht. Da hoch kann man bestimmt nur umgehen, die Viecher sich beschützen. Mann, egal. Jetzt. Weiter. Zurück zu den Wasserfällen. Yay. Klingt so wirklich voll begeistert. So richtig begeistert von dem Spiel. Es ist nur so, wenn man halt eben das Level schon mal gemacht hat und sein erstes Display aufnimmt, ist man ein kleines bisschen nervös. Und ja, ich hatte das Level ja schon gespielt. Also zumindest die ersten zwei, drei, ich glaube bis Level 6 oder so habe ich gespielt mal. Und da habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt glaube ich, oh, jetzt kommt irgendwas. Wölfe oder der legendäre Dönermann. Oder auch gar nichts. Ja, geil. Dann gehen wir hier hoch. Und dann zu den Wasserfällen. Oder zu diesen Dingern da. Die den Wasserfall kontrollieren. Oder den. Die Wassersteuerung, oh, das genannt wird. Und hier sind wir wieder am Anfang. Nein, nein, nein! Ach, ficken! Scheiße. Ja, toll. Feuer auf Fresse. Ja, und hier hoch, natürlich. Sollst darüber. Nein, nicht da. So. Und dann so. Ja, irgendwie scheint das Spiel in diesem Level ein paar Problemchen zu haben. Ja. Hui. Naja, immerhin, warum? Ich check das nicht. Warum geht die. Naja. PC ist halt eben nicht von der CIA. Ist leider nur von der NASA. Oder von der NASA.
Nee, PC ist nicht gerade der beste, aber der sollte das ja eigentlich problemlos abspielen. Ja, natürlich. Wenn jemand PC hat, der schlechter ist als eine PlayStation 1, dann würde ich, ja. Keine Ahnung, was mit dem wäre. Ey, der wird, glaube ich, der lebt, glaube ich, noch nicht mal mehr. Herr Willen. Hierhin. So, ich werde jetzt nicht sofort speichern. Ich setze erstmal diese Dinger ein und dann speichere ich, damit ich das nicht nochmal machen muss, wenn ich sterbe. So, dann haben wir hier einen Konrad. Klick. Und hier ein zweites Konrad. Klick. Und dann das allerletzte Konrad, Zahnrad. Und Klick. Dann ziehen wir jetzt den Hebel und sehen, was passiert. Ja! Wasser geändert? Geändert? Ah, guck mal, das Tor, das habe ich gar nicht gesehen, das Tor. Das Tor hat sich jetzt geschlossen und das weitergeleitet nach dahin, wo man vorhin hin konnte. Das habe ich gar nicht gesehen. Upsa. Dann wollen wir mal überschreiben. Ja. Und welch ist der Pistol? Dann ins Wasser. Und erstmal hier hoch. Man konnte da einfach so hoch. Was ist das? Das ist die Schrotflinte. Nimm auf. Schrotflinte. Geil. Aber nur 4 Schuss. Und ich gehe davon aus, dass diese Schüsse nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, häufig zu finden. Oh, eigentlich wollte ich da gar nicht runter, aber jetzt bin ich schon hier. Also mache ich das auch. Was ist das? Das ist okay, ist auch nix. Hier muss also durchgeschwommen werden. Bis endlich irgendwann mal. Wieder Luft kriege oder so. Ja, Luft wäre schön. Hier ist nichts Luftartiges. Ein Geheimnis. Und dann haben wir hier Schrotpatronen, die eigentlich aussehen wie so eine Flasche Glasreiniger oder sowas. Nur in Braun. Und ein kleines Midi-Pack. Das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, sieht aus wie so ein. Oh, weiß nicht, das sieht einfach. Das Midi-Pack sieht einfach komisch aus. Sieht aus wie so ein Etui. Und hier ist. Jetzt sind wir hier. Also. Beim ausgetrockneten Wasserfall. Überlebe ich das? Ja, ich überlebe das sogar. Und zwar ohne einen Block Schaden zu nehmen. Und hier ist der Wasserfall, wo man rüberkommt. Ja, kommt man sogar rüber. Oh, ich wollte schon schreien. Und wie gesagt, hinterm Wasserfall ist natürlich der allzeit berüchtigte und bekannte Gang. Da gehen wir jetzt rein und sehen dann eine verschlossene Tür, die sich nicht öffnet. Doch, die automatisch öffnet natürlich. Und dann geht's wohin.
Ja, Junge. Oh. Das verlorene to Tod. Tal. Besiegt in Gegner 3 zu den Gegenständen 9 geheim zu 2 von 5. Alter, 5. Naja, egal. Benötigt die Zeit 22 Minuten. Na gut, dann ist die Stunde wahrscheinlich auch schon bei einer halben. Hä, was? Egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, und zwar von Tomb Raider 1, dessen Spiel eigentlich richtig, wie auch immer. Und so. Bis dann.